Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin der totale Morgenmuffel. Vor allen Dingen, wenn ich ganz früh aufstehen muss, um zu einem Marathon zu kommen. Und obwohl es circa 2 Stunden dauert, bis ich ansatzweise ansprechbar bin, habe ich euch an diesem Morgen mitgenommen. Um 6 Uhr klingelte der Wecker. Bis ich wirklich meine Augen aufgemacht habe, war es dann schon 6.06 Uhr. Da der Marathon bereits um 8.15 Uhr starten soll, muss ich irgendwann was essen und auch noch verdauen. Deswegen habe ich das direkt im Bett gemacht. Und es gab eine Laugenstange mit Butterschnittlauch und ein Bananenbrot, was ich einen Tag zuvor im Supermarkt gekauft habe. Danach habe ich meinen endlos schweren Körper aus dem Bett bewegt und habe Gott sei Dank meine Sachen für den Marathon schon am Abend zuvor rausgelegt, sodass ich es nur noch anziehen musste. Ich musste in diesem Video den härtesten Zeitraffer einstellen, den es gibt, denn ich habe wirklich ewig gebraucht, um mich zu motivieren und endlich anzuziehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich hardcore verspannt bin und obwohl dieses Hotelbett 2x2 Meter lang ist und wir eine riesengroße Bettdecke haben, die wir uns leider teilen müssen, habe ich ultra schlecht geschlafen und ich habe das Gefühl, dass ich am ganzen Körper verschränkt, eingerenkt, keine Ahnung, ja, mir tut alles weh, Leute. Deswegen dachte ich an diesem Morgen, dass es eine ultra gute Idee ist, so ein paar Yoga, keine Ahnung, Dehnübungen zu machen, obwohl ich das sonst nie mache. Im Anschluss habe ich dann meine Haare geflochten und das ist übrigens noch ein krasserer Zeitraffer. Ich finde es einfach beim Laufen viel besser, wenn die Haare eng am Kopf anliegen und nicht die ganze Zeit irgendwelche Strähnchen hin und her flattern. Als mein Freund dann fertig war mit dem Duschen, hatte ich auch endlich wieder ein bisschen Platz im Badezimmer und ich konnte mir die Sonnencreme auftragen, denn es soll ultra, ultra sonnig und heiß werden. Dann habe ich in mein unfassbar müdes Gesicht geschaut und entschieden, dass ich mir extrem viel Make-up ins Gesicht klatschen muss. Und das ist ziemlich witzig, wenn ich das sage, denn ich habe von Schminken, Make-up und so überhaupt keine Ahnung. Bei mir gibt es eigentlich nur Concealer, Mascara, nur ein bisschen Augenbrauenstift und das war's auch schon. Ich sollte vielleicht mal einen Make-up-Kurs machen oder sowas. Also jetzt im Alter wird das ja immer wichtiger, ne? Dass man anständig aussieht, bevor man unter die Menschen tritt. Dann muss ich natürlich noch die lebensnotwendigen Sachen machen und zwar Zähne putzen, bevor ich mich dann weiter anziehe. Vor einem Marathon ist egal, welche Jahreszeit wir haben, ist mir einfach immer kalt. Deswegen ziehe ich auf jeden Fall noch eine Jogginghose und noch ein Sweaty drüber. Und in Nürnberg waren, glaube ich, 12 Grad oder sowas angesagt. Ja, danach kommen die Schuhe, noch ein kleines Jäckchen on top. Und dann packe ich meine Tasche und dann kann es auch schon losgehen. Auf dem Weg zum Bahnhof habe ich noch versucht, mir ein halbes Franzbrötchen reinzudrücken. Aber es war so schwer, was runterzubekommen. Kennt ihr das, wenn es einfach immer mehr wird im Mund? In der U-Bahn habe ich dann mal wieder festgestellt, dass ich immer noch todesmüde bin, keine Ahnung habe, wie ich wach werden soll. Und alle Menschen um mich herum ja gleich mit mir einen Marathon laufen und ich irgendwie gar keinen Bock habe. Angekommen in Fürth sind wir noch an einem kleinen Bäcker vorbei, wo der Gott sei Dank auch Red Bull verkauft hat und deswegen gab es einen Red Bull für mich und einen Kaffee für Schatzi. In der Hoffnung, dass wir beide gleich wach werden. 7.32 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor dem Start, sind wir dann pünktlich am Gelände. Als der Red Bull dann irgendwann mal gekickt hat, habe ich meinen Laufgürtel noch schnell umgeschnallt, mir meine Gels hinten reingetan, mein Handy vorne rein und dann hat Norbert, der Fotograf, noch mal ein paar Fotoshots gemacht und ich wurde vom Moderator der Veranstaltung noch mal zum Interview gebeten. Würdest du jetzt für uns noch vor dem Start mitgehen? Ja, ich weiß, das ist immer einfach gesagt, aber lasst euch nicht stressen. Startet ganz ruhig und holt die Körner, also sammelt die Körner, die ihr habt und ballert die lieber erst am Ende raus. Danach war ich auf jeden Fall hellwach, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen und ich war bereit, den Marathon zu laufen. Und wie der Marathon ablief, seht ihr dann im nächsten Video, also schaltet wieder ein.